Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, nachdem ich ja letztes Mal so ein bisschen bei Deadpool mich ein wenig hab fallen lassen, machen wir es jetzt wieder ein bisschen seriöser. Und zwar, ja, mit einem schönen Mediabook aus dem Hause X-Rated. Solamente Nero, ja, oder auch wie er im deutschen Titel heißt, Blutiger Schatten. Wer hat denn das Ding gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja gerade mal gucken hier. Ich habe mir jetzt heute mal hab mich ein bisschen schlecht vorbereitet, aber egal. Antonio Bido, ja, italienischer Regisseur. Film ist erschienen 1978, also klassischer Giallo, wieder mal hier aus dem Hause X-Rated. Gibt es in zwei Cover-Varianten: einmal Cover A, limitiert mit 1000 Exemplaren, und hier mit dem Mediabook, wie wir es hier auf dem Tisch liegen haben, ist es das Cover B, ebenfalls limitiert mit 1000 Exemplaren. Wir schauen uns das ganze Ding mal ein bisschen näher an. Entkernen das Ganze mal. Und ja, feines Cover, wie ich meine. Einem Giallo auf jeden Fall würdig. Sieht richtig schick aus. Hier der Buchrücken. Solamente Nero mit dem X für X-rated. Hier unten der Hinweis: Euro Cult Collection, Ausgabe 5. Das Ding ist also schon ein bisschen länger auf dem Markt. Weiß gar nicht, wann kam es denn raus? Ich versuche es gerade mal jetzt hier in der Schnelle irgendwie herauszufinden. Ich weiß es nicht. Irgendwann. Vor langer Zeit. Vor langer, langer Zeit. Ich möchte es euch aber trotzdem sagen können. Irgendwo habe ich es hier gesehen. Ach Gott, bin ich schlecht vorbereitet. Am 22. April 2015. Also schon über ein Jahr her. Aber gute Sachen gehören einfach ordentlich vorgestellt. So, wie sieht es denn hier auf der Rückseite aus? Ja, Artworks. The X-Rated Euro Cult Collection Nummer 5. Giallo-Serie, natürlich, der Hinweis darf nicht fehlen. Und hier gibt es ein paar Informationen. Ja, erstmalig hier in dieser Auflage in neu in HD abgetastet und restauriert worden. Und natürlich gibt es auch hier wieder ein schönes, schickes und informatives 16-seitiges Booklet. Dann haben wir hier ein bisschen ein paar Fotos, natürlich nackte Haut. Das ist ja bei X-Rated sowieso immer gang und gäbe. Und dann haben wir hier unten dann die Informationen über die Lauflänge. Blu-ray geht natürlich wieder ein bisschen länger mit 109 Minuten. Deutsch-italienische Sprache, dazu natürlich dann auch wieder Untertitel und hier der Vermerk Mediabook Cover B mit 1000 Exemplaren. So, aufklappen das Ganze. So, was haben wir denn? Oh, hier liegt jemand. Hier liegt jemand und blutet. Ja, kann passieren. X-Rated Eurocult. Schauen wir das Ganze mal an. DVD. Ja, das Cover wie gehabt. Diesmal ist es aber irgendwie nicht so schwarz und nicht so grau. Diesmal ist es hier so ein braunes Innenartwork. Seht ihr das? Interessant. Ne? Hat man hier die Farbe gewechselt bei einer der frühen Ausgaben von X-Rated. So, hier haben wir das schicke Booklet. Natürlich wieder jede Menge Informationen. Das Ganze, wie bekannt, bei den alten, oder bei den alten, bei den anderen Booklets ist es ähnlich. Zwei Klammerheftungen. Und natürlich nochmal zusätzlich ist das Ganze ordentlich ins Mediabook verleimt. Also da wackelt nichts und da fällt auch so schnell nichts raus. Ja, Fotos in diesem Booklet sind eher Mangelware. Dafür, wie gesagt, jede Menge Text. Sieht cool aus. Hier auf der rechten Seite haben wir dann nochmal die Blu-ray. Aber was fehlt, ist eine Limitierungsangabe. Also Limitierungsangabe in dem Sinn, in der Hinsicht, dass wir wissen, dass es 1000 Exemplare sind. Das ist ja klar. Aber es gibt keine Nummerierung. So wollte ich das sagen. Ne? Das ist hier leider nicht dabei. Ich gucke mal gerade hier unten rein. Auch hier ist leider keine Nummerierung erkennbar. Jo, ups, jetzt schmeiße ich ja fast die Kamera um. So, das war's schon wieder.
guter Giallo, kann ich nur empfehlen. Ja, macht auf jeden Fall was her und das Mediabook hat eine ordentliche Veröffentlichung bekommen. Gut, Solamente Nero, Blutiger Schatten aus dem Hause X-Rated, Euro Cult Collection Nummer 5, ungeschnitten natürlich. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.